So, auf geht's zum nächsten Spiel in dieser unglaublich nerverregenden. In diesem unglaublich nerverregenden Spiel. Wir spielen gegen die vorletzte Mannschaft. Denn ich habe mir überlegt, nach dem letzten Spiel, also dem vorletzten, aber eigentlich letzten, ist das Turnier hier vorbei. Ich habe keinen Bock, gegen den Geheimgegner zu spielen und werde das mit dem Ende, welches ich irgendwie halbieren werde oder mir noch was einfallen lassen werde, gut sein lassen. Es macht keinen Spaß, mit dieser, wie ich schon sagte, Aufnahme zu spielen, weil es ist fast unmöglich, da irgendwelche Mannschaften zu schaffen. Ich besiege ja alle nur knapp oder mit einem Torvorsprung, also von den Stärkeren, und das geht gar nicht. Also, dass man, während man nicht aufnimmt, das ganz anders spielt, das Spiel, oder es sich ganz anders schwer spielen lässt. Aber na gut, packen wir Argentinien an. Argentinien möchte jetzt also gegen mich gerne verlieren. Das Gute ist, sie haben nicht so viele Defensivspieler wie die letzten zwei, nämlich fünf, mit dem Sweeper, wo es, wie gesagt, unmöglich ist, da richtig Tore anzubringen bei dieser Spielgeschwindigkeit. Oder diesem, was weiß ich, Spiel auch immer, bla. Na, ach, fuck. Erstmal wichtig, erste Halbzeit überstehen. Am besten führend, aber zur Not nehme ich es auch anders hin. Oh, der war gut. Hätte auch mal ins eigene Tor boxen können, so wie ich das gerne tue. Was ich übrigens auch empfehlen kann, ich krieg's bloß immer noch nicht geschissen, Eckball. Wenn er die Pfeile über den Spieler anzeigt, könnt ihr mit dem Y-Knopf einen Direktpass auf diesen Spieler machen. Was das Ganze sehr erleichtert, weil dann schießt du nicht sinnlos in der Gegend den Pass rum, der dann wahrscheinlich mit dem A-Knopf, der wesentlich stärker ist, zwar wesentlich schneller ist, aber eventuell am Spieler vorbeigeht oder gar nicht erst ankommt. Wie, ja, ist ja bei beides das gleiche, doppelt gemoppelt quasi. Ui. Da haben wir schön Ramon, oder wie er heißt, in die Fresse gegeben. Ja, Ramon. Und natürlich kriege ich rot. Ist ja ganz klar, wie das halt im Leben immer so ist. Man kriegt rot. Ich habe an diesem Tag auch schon wieder sehr viel rot gekriegt. Aber das ist was anderes. Ja, und wir versetzen die Außenverteidiger. Tun wir auf die Innenverteidiger. Denn die Innenverteidiger sind eigentlich das Wichtigste, was wir haben. Da, wer läuft hier schon über außen von den Gegnern und schießt Flanken rein, weil so richtig Flanken gibt es ja eigentlich nicht. Es gibt nur Flanken, die der Computer zum Beispiel verwerten kann, weil ich meine Abwehrspieler und mein Torwart gleichzeitig steuere, wodurch dann manches Tor entstanden ist, das habt ihr ja gesehen. Ja, das ist schön. Ja, das war ein hoher Pass zum Gegner. Konnte direkt mehr Brust erleben. Entschuldigung. Oh. Ja, Hauptsache weg, nicht am Gegner hängen bleiben. Das finde ich auch mal ganz toll. Schaffe ich leider selten. Ja, das war so ein Y-Pass. Besagter, den habe ich aber gerade unabsichtlich gemacht. Eigentlich wollte ich ihn weg. Na, noch eine. Ne, diesmal gibt es nur Gelb. Kleine Verwarnung in allen Ehren kann niemand verwehren. Alter Schwede. Ja, Schweden spielt ja gar nicht mit. Meine Güte, und die Zeit vergeht nicht. Ah, komm schon. Ich habe gerade gegen Deutschland im Finale von der WM verloren. Dann werde ich das gegen mich wohl auch noch schaffen. So, den guten Kollegen hier, den werden wir wohl erstmal nur noch grätschen lassen. Weil ich glaube, wenn ich noch eine rote kriege, dann wird es doch eng. Obwohl ich den letzten Außendefensivspieler dann auch noch in die Mitte setzen könnte. Dann ein, zwei... Oh! Ach, danke.
Oh doch. Könnte er natürlich in der Wirklichkeit nichts für, denn so ein Ball, der an die Torwarthand geht und dann ins Tor weiter klatscht, der ist natürlich kein Eigentor. Tja, wenn ich da noch richtig drehen könnte, dann wäre ich ganz toll. Komm, gib mir noch eins. Ja, okay. Dann muss die Schulter doch nochmal her. Was soll's? Hier, gleich der Zwölfer nochmal in die Fresse. Der ist gerade reingekommen. Er muss hier quasi erstmal aufwärmen. Aber er war nicht gut. Viel zu weit weg. Wir müssen hier schon bei den Gegnern knapp vorm, vor dem, ja, Halbkreis oder wie es heißt, vor dem Strafraum. Nein! Na! Ja, da haben wir wieder mein altes Problem. Das war ja ganz gut gehalten. Eigentlich wäre ich zum Torwart in die Flanke gehechtet. Oh oh. Natürlich habe ich den Torwart dann auf einmal wieder nicht mehr gesteuert, sondern den Abwehrspieler. Und der Torwart hat sich CPU-mäßig von alleine in die gleiche Richtung bewegt wie mein geiler Abwehrspieler. Eieieiei. Also wenn das was wird, dann wird es was sehr herausgewirktes. Und gleich haben wir erstmal Halbzeit. Quasi, um die Nerven ein bisschen runterzubringen. Ja, ich glaube, das wäre auch ein Tor gewesen. Es sei denn, der Ball wäre mir hinten an Fuß geflogen. Oh. So. Ja, das machen wir. Wir nehmen die 4 heraus. Glaube ich. Ne, wir setzen sie nach außen. Da kann ja eigentlich fast nichts passieren. Und dann packen wir noch... Ne, wir packen den doch raus gegen Silvan. Und den packen wir eventuell vielleicht doch wieder in die Mitte. Denn der hat mehr Defensivspieler als der Sechser. Mehr Defensive als der Sechser. Und der kann dann draußen bleiben. Ja, und das lassen wir, glaube ich, auch mal so, wie es ist. Ich mache das jetzt mal weg. Ja, hoffen wir aufs Beste. Oh. Schwerfacher Schuss hätte auch mal reingehen können. Oh Mann. Ja, was meine Torschussstatistik angeht, bin ich bestimmt nicht allzu gut. Da beinahe alles, was ich mache, festhängen bleibt. Nein! Den hätte ich auch mit einem kurzen Sprung gekriegt. Ja, das ist... Ich finde das so schwer, das so schnell abzuwägen. Oh, komm schon. Und wieder das Problem. Immer wieder dieses eine Problem. Ja, super. International Soccer ist ja so viel besser als... Oh. Jawoll, du dreckiger Spast. Entschuldigung, eigentlich mag ich euch ja. Du bist trotzdem dreckiger Spast. Oh Gott. Sorry. Ich bin einfach,
platt. Oh. Oh. Naja, war noch ganz gut geblockt. Hätte was Schlimmeres werden können, den hätte er nämlich auch ins linke untere Ecke feuert dann oder so. Das war auch mehr Glück als Verstand. Und natürlich kommt so ein beschissener Querabschlag. Oh, alter Schwede. Also ich sag mal, solange es kein Gegentor gibt, bin ich in der Lage, das zu gewinnen. Wenn es doch passiert, dann bin ich am Arsch. Oh Mann. Ah. Auch nicht. Komm, ein Lauf, ein Lauf. Nein! Autsch. Ja. Wiiu! Wiiu! Oh. Ja. Ja, versuchen wir es mal so. Klappt natürlich nicht. So, jetzt aber mal. Oh. Ja, so ist das manchmal. Wieder eigentlich kein Eigentor. Aber solange mir das vielleicht zum Sieg verhilft, reicht, ist mir das eigentlich Titte. Na, kann man auch machen, die gehen auch rein. Manchmal, wenn man richtig steht. Sogar, eigentlich würden die sogar leichter reingehen als normale Schüsse. Oder Schüsse von der Seite. Weil die ja quasi unhaltbar sind aus dem richtigen Winkel. Hab ich auch schon gemacht. Glaube ich? Nee, wahrscheinlich hier nicht, aber ich hab's mal gemacht, weil ich das Spiel mal besser konnte. Was nicht heißt, dass ich es jetzt auch noch nicht besser könnte als das hier, weil das ist jetzt eigentlich nur von der Aufnahme abhängig. So, jetzt wollen wir ein bisschen warten. Oh, scheiße. Scheiße! Scheiße! Oh, Glück gehabt. Weiter nach vorne, das Kackding. 1 Minute 13, wir müssen das jetzt stramm durchhalten. Einfach nur das Kackding ausleiern lassen. Von mir aus kann ich jetzt auch 3 rote Karten kriegen, solange das Zeit kostet. Weg. 48 Sekunden. Weg. Nein, weg. Oh, Glück gehabt. Weit. Weit. 28 Sekunden. Ja. Komm schon, das ist jetzt wieder so eine Schlammschlacht hier. Oh, ja. Ja, und damit verabschiede ich mich, denn eine Partie an einem Tag reicht für mich momentan. Die letzte werdet ihr dann bald sehen.